Was ist der Unterschied zwischen Ergomotion PT und Cardiomotion PT? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Trainerkanal. Mein Name ist Armin und heute zeige ich euch die beiden Ergometer der Firma Hammersport, die beide eigentlich technisch Brüder sein müssten, optisch aber komplett verschieden aussehen und auch einen etwas anderen Einsatzzweck haben. Viel Spaß bei dem Video. Hier das mattschwarze Gerät ist der Cardiomotion, ganz neu auf den Markt gekommen im Oktober 2019. Den Ergomotion, der ist anthrazitfarben, den gibt es seit letzten Herbst, also 2018. Die technischen Daten sind bei beiden Geräten gleich. Also das heißt, sie haben beide die gleiche Schuhmasse, sie haben beide den gleichen Trainingscomputer. Sie haben die Bremse ist identisch, also die Technik ist eigentlich bei beiden Geräten identisch. Größter Unterschied ist eben die Rahmenform, die Rahmenkonstruktion. Bei beiden gemeinsam ist, dass ein Teil der Schwungscheibe aus dem Gehäuse herausragt. Beim Ergomotion ist es nach vorne, beim Cardiomotion haben wir das Ganze nach hinten. Der Cardiomotion, das ist das neuere Gerät, hat einen ganz tiefen Einstieg. Es ist sehr leicht, eben da drauf zu steigen, drüber zu steigen, überhaupt kein Thema. Beim Ergomotion muss man da dann doch deutlich höher mit den Beinen oder man geht hinten über den Sattel drüber. Hier direkt im Video sieht man auch, dass der Lenker beim neuen Gerät etwas höher ist, das heißt, er ist für aufrechtere Sitzpositionen geeignet und eignet sich eigentlich auch für größere Personen. Was allerdings dann wieder ein bisschen komisch ist, der Ergomotion lässt sich höher einstellen. Also hier geht es bis zu einer Schrittlänge von 93 cm, hier kommen wir bis Schrittlänge 98 cm. Das heißt hier etwa 1,90, 1,95 und hier 1,95 bis 2 Meter, je nachdem wie die Schrittlänge ist. Und das obwohl eigentlich der Ergomotion etwas kompakter ist von den Abmessungen, wie gesagt, und auch von der Lenkerhöhe. Was sind noch an Unterschiede? Das ist die Lenkerhöhe. Der Sattel ist bei beiden der gleiche. Beim Ergomotion haben wir nur einen Nachteil, und zwar ist der Sattel nicht wie am Fahrrad üblich mit einem Sattelklumpen befestigt, sondern er ist mit einer Dreipunktaufnahme und dadurch kann ich den Sattel nicht einfach auswechseln. Wenn ich da einen neuen Sattel brauche, muss ich wieder gucken, dass ich einen speziellen Ergometersattel finde, der eine Dreipunktaufnahme hat. Beim Cardiomotion, bei dem neueren Gerät, haben wir eine ganz normale Klemmung wie am Fahrrad. Also ich könnte auch problemlos, wenn ich zum Beispiel einen Fahrradsattel habe, auf dem ich besser sitze, könnte ich den hier runternehmen und könnte meinen Fahrradsattel da drauf schrauben. Noch Unterschied ist, beim Cardiomotion haben wir etwas kürzere Kurbelarme. Das heißt, die Kurbelarme sind 1,65 lang. Beim Fahrrad haben wir eine Länge zwischen 1,70 also zwischen 17 und 17,5 cm, hier sind es eben 16,5 cm und beim Ergomotion haben wir eine Kurbellänge von 17 cm, also so wie man es auch in den meisten Fahrrädern hat. Ein Nachteil, den der Ergomotion hat gegenüber dem Cardiomotion, ist der größere Q-Faktor, das heißt die Pedale haben einen größeren Abstand. Der ist beim Ergomotion 240 Millimeter, 24 cm der Abstand zwischen den Pedalen und beim Cardiomotion haben wir einen schmaleren Abstand mit 210 mm. Da beim Cardiomotion der Lenker etwas höher ist, hat man mehr Platz, wenn man im Wiegetritt fährt und es geht dann auch für Personen bis 1,85, 1,90, die da problemlos im Wiegetritt mitfahren können. Das Fazit zu den beiden Geräten: Der Ergomotion ist etwas kompakter, obwohl er sich größer einstellen lässt, würde ich ihn eigentlich eher für etwas kleinere Personen empfehlen. Der Cardiomotion
etwas höherer Lenker. Leider hat er nicht ganz den Verstellbereich wie der Ergo Motion. Das heißt, bei 1,90 wird es dann schon schwierig. Aber für normal gewachsene Personen ist der Cardio Motion meiner Meinung nach einfach etwas vielseitiger. Preislich sind da aktuell, glaube ich, 50 Euro Unterschied zwischen dem neuen und dem etwas älteren Gerät. Ja, das ist jetzt, sollte man sich dann überlegen, ob einem das wert ist. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Als nächstes kommt noch ein Video zu der iConsole-App, die beide nutzen können, da die Displays und die nutzbaren Apps identisch sind bei den beiden Geräten. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Bleibt gesund, euer Armin.